macht's euch an. In der Seitenstraße geht's tatsächlich weiter. Da liegt ein Gesundheitsdrink. Könnte ich den denn übersehen? So, ich sehe ganz, ganz wenig. Denn der blöde Nebel versperrt mir die Sicht. Aber so wie es aussieht. Komm, I'll wait here. I hate bowling. I didn't come here to play, you know. Hurry back, okay? Warum zum Teufel wartest du freiwillig draußen, wo die Monster rumlaufen im dicken Nebel? Vorhin hat sie noch gesagt, ha, du kannst mich nicht zurücklassen. Und jetzt bleibt sie freiwillig zurück. Mit der Frau stimmt da was nicht, oder? So what'd you do? Robbery? Murder? Nah, nothing like that. Ha! You're just a gutless fatso. What'd you have to say that for? I thought you said the cops were after you. No. I just ran because I was scared. I don't know what the cops are doing. But if you did something bad, why don't you just say you were sorry? I guess I run away a lot, too. It's no good. They wouldn't listen. Nobody will ever forgive me. Okay, wir haben Eddie und Laura wieder gefunden. Ja, das kleine Mädchen heißt Laura. Did you find the lady you're looking for? What's her name? Mary? Und ich gehe gleich wieder raus, denn ich wollte eigentlich noch den Raum absuchen. Ich habe jetzt nicht mehr gewusst, dass hier eine Cutscene stattfindet. Abgeschlossen, aber hier liegt anscheinend sowieso nichts mehr. Okay, ich will auch gar nicht wissen, wo Eddie die Pizza her hat. Oder wie lange die hier schon irgendwo rumliegt in Silent Hill. Ich würde nie was essen aus Silent Hill, da bin ich ganz ehrlich. Ist das Rost oder Blut? Ich feststelle, ob da irgendwo was liegt oder nicht. Ist da irgendwo eine Tür? Wo ist eine Tür? Eddie? Oh, you're... James. We met in the apartment building? Yeah, I remember. But, Are you alone here, Eddie? No. After her. Huh? Laura? But why? Laura. Is that her name? That's what she said. This town is full of monsters. How can you sit there and eat pizza? She said she was fine by herself. She said a fatso like me would just slow her down. Forget you. Hey, die ist ja auch ganz chillig, oder? Sitzt da und frisst Pizza aus Silent Hill. Könnte ich nicht. Also ich würde aus Silent Hill nie etwas essen. Ja, oder geschweige denn irgendwas in den Mund nehmen von Silent Hill. So, dann jagen wir Laura eben alleine nach. Gott, Eddie! Immer dasselbe mit dir. Maria steht auch noch draußen vor der Tür. Ah, das war die Tür. Okay. Did a little girl run out of here? Yeah, she was too fast for me. Aren't you gonna go after her? Okay, das Ganze wird immer skurriler. Sie kommt ihr nicht nach, aber ich soll ihr nachjagen, oder wie?
kommt sie darauf, dass ich denn schneller bin als die Kleine? Wobei es viel, viel interessanter wäre, wo ist sie hingelaufen? Der gute James hat nämlich überhaupt keine Ahnung. Wo ist sie hin? Sie kann ja nur hier rumgelaufen sein, theoretisch, oder? Da ist das Bowling Center. She went through there. Is there any other way? Yeah, there is. Right through there. Gut, dass sich wenigstens Maria hier auskennt, ja, wenn James schon nichts über die Stadt weiß. It's no good. It's locked. Okay, sie versteckt drei verschiedene Schlüssel an ihrem Körper. Interessant. Was zum Teufel? Ich will es gar nicht wissen. Eine leere Dose, Spüle, ein Pappkarton. Das ist alles nutzlos für mich. Das weißt du doch gar nicht. Vielleicht kannst du das alles mal brauchen, James. Das Schloss ist wohl kaputt. Alkohol, sonst gibt es nichts Interessantes. Ein Stapel Pappkartons. Sieht nicht so aus, als gäbe es hier irgendetwas Nützliches. Das Schloss ist wohl kaputt. Das liest man ziemlich oft in Seinen. Und wir sind im Nachtclub Heaven's Night. Paradies Heaven's Night. Die Frage ist jetzt, gibt es hier was zu finden? Ja, Ersthilfekasten. Das ist schon mal gut. Eine ganz normale Bühne. Nichts daran ist seltsam. Wirklich, James? Es ist nicht seltsam genug, dass sie in Silent Hill steht? Also für mich zumindest. Würde das schon ausreichen? Hey, wenn James da nicht so abgebrüht ist, bitte. Mach, was du willst. Okay, das ist alles für den Ersthilfekasten. Wo ist Maria? Ist Maria schon vor... Hier ist Maria. Hä? Warum ist Maria auf einmal vor mir? Das ergibt keinen Sinn. Heaven's Night, Carroll Street. Will ich die Carol Street überhaupt runter? Ich weiß es gar nicht. Aber jetzt sind die Straßen wieder abgesperrt, also kann ich sowieso nur in eine Richtung. Wo ist diese kleine Laura hingelaufen? Die kann doch gar nicht so weit weg sein, oder? Die muss doch hier irgendwo in der Nähe sein. Ein Truck. Da ist sie. Glaube ich zumindest. Der Nebel ist ziemlich dick. Ja, Maria, ich hab's gesehen. Oh, nee. Nicht da rein. Ist das ein Krankenhaus? Habe ich das richtig gesehen? Das kann jetzt nicht euer Ernst sein, oder? Ich will hier kein Krankenhaus. Krankenhäuser und Silent Hill vertragen sich nämlich nicht. Ich muss Laura folgen, ich kann sie nicht einfach alleine lassen. Außerdem kann sie mir vielleicht etwas über Mary erzählen. Oh, James, sei doch nicht so.
Hast du den Hinweis jetzt immer noch nicht geschluckt? Hier stimmt etwas nicht in dieser Stadt. Geh wieder zurück auf den Weg, wo du gekommen bist, falls das noch möglich ist. Also ich würde es tun. Okay, wir müssen in dieses Gebäude. Brookhaven Hospital. Das ist tatsächlich ein Krankenhaus. Krankenhaus. Na, Maria? Alles klar. Brookhaven Hospital. Ich habe eine Karte des Krankenhauses. Oh Gott. Wenn es etwas gibt, was ich noch weniger mag aus Schulen in Silent Hill, sind es Krankenhäuser in Silent Hill. Aber ey. Das geht dann nur mir so. Er scheint sich um einen hiesigen Patienten zu drehen. Jack Davis. Bisher 3 Suizidversuche. Gründe unbekannt. Normalerweise ein vorbildlicher Patient, der den Anweisungen von Ärzten und Pflegern folgt. Wegen der plötzlichen gewalttätigen Suizidversuche ist jedoch eine ständige Observation nötig. Joseph Barkin. Seine Krankheit wurzelt im Gefühl, den Tod seiner Tochter verursacht zu haben. Symptome für psychotischen Bruch und paranoide Wahnvorstellungen. Normalerweise ruhig, hat aber eine Neigung zu Gewalt, wenn er sich aufregt. Joshua Levis. Viele Aufenthalte in Krankenhäusern sowie zahlreiche Delikte wie tätlicher Angriff, Körperverletzung und andere Gewalttaten. Er kann einen starken Verfolgungskomplex und eine Neigung, Probleme durch Gewalt lösen zu wollen. Äußerste Vorsicht. Okay. Ich hoffe, dass die Patienten nicht mehr hier sind. Das ist ein Gesundheitstrink. Na Maria, du positionierst dich auch immer so schön und regelst dich. So, ach so, das ist ein Schrank. Hier gibt es nichts Interessantes. Ich frage mich schon langsam, was für James interessant ist. Er sagt immer zu allem, interessiert mich nicht. Hä? Maria! Warum bist du vor mir? Jemand hat etwas draufgeschrieben. Okay, wir haben eine beamende Maria. Das Potenzial für diese Krankheit gibt es in allen Personen und kann jeden Menschen, jeden Mann oder jede Frau unter den richtigen Voraussetzungen, genauso wie ihn, auf die andere Seite treiben. Die andere Seite ist vielleicht nicht die beste Bezeichnung. Es gibt schließlich keine Wand zwischen hier und dort. Sie liegt in dem Bereich, in dem sich Wirklichkeit und Unwirklichkeit überschneiden. Ein Ort, der sowohl nahe als auch weit entfernt ist. Manche sagen, dass es gar keine Krankheit sei. Ich kann ihnen nicht zustimmen. Ich bin ein Arzt, kein Philosoph oder Psychiater. Aber manchmal muss ich mir diese Frage stellen. Es stimmt, dass seine Vorstellungen für uns nichts weiter sind als die Erfindungen eines unruhigen Geistes. Aber für ihn gibt es einfach keine andere Realität. Darüber hinaus ist er dort glücklich. Also warum, frage ich mich, warum müssen wir ihn im Namen des Heilens schmerzhaft in die Welt unserer eigenen Wirklichkeit ziehen? Etwas anderes wurde mit der Hand geschrieben. Joseph hat mir den Schlüssel gegeben. Es ist wohl der Schlüssel zu dieser Kiste. Ich habe den Schlüssel purpurroter Bulle. Schlüssel? Kiste? Maria? Ah, das wollte ich jetzt nicht nochmal lesen. Hätte ich jetzt ein Farbband, könnte ich hier speichern. Ah, Moment, falsches Spiel. Das war Resident Evil. Okay, Maria kommt nicht mehr mit. Warum kommt Maria nicht mehr mit? Das macht mich stutzig. Hey, Speierpunkt. Oh. Hässliches Rot. Okay. Krankenhaus. Ich hasse das, wenn sich NPCs neben mich beamen, ja, nach so einem Ladebildschirm. Da bricht immer so richtig die Panik aus. Okay. Schloss ist kaputt. Schloss ist kaputt.
Es sind so viele Räume, guckt sich an. Da drüben ist das Besuchszimmer. Das müsste hier sein. Ist kaputt. Oh, die Tür ist offen. Das kam jetzt überraschend. Ach, okay, das ist das Treppenhaus. Da will ich gar nicht rein. Ist abgeschlossen. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Ja, die geilen Hintergrundgeräusche ist okay. Naja, jagt mir nur einen Herzinfarkt ein. Das Schloss ist wohl kaputt. Das Schloss ist wohl kaputt. Lass mich raten, das Schloss ist wohl kaputt. Okay, in Silent Hill ist alles defekt. Ist das keine Tür? Nee. Abgeschlossen. Das Schloss ist wohl kaputt. Und das Schloss ist wohl kaputt. Bin ich jetzt einmal rum? Ja, das Einzige, was offen ist, ist der Examination Room, Doctor's Lounge. Da war ich ja drinnen. Nee, da war ich nicht drinnen. Dann sollte ich da vielleicht nochmal reingehen, oder? Die Küche, da ist versperrt. Toiletten sind auch dicht. Sie ist abgeschlossen. Und der Aufzug funktioniert auch nicht. Okay, ich kann hier überhaupt nirgendwo rein. Außer hier. In das Treppenhaus. Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe ein bisschen Panik vor dem Krankenhaus. Das liegt wohl an der Tatsache, dass es so stockfinster ist. Ah! Krankenschwester, nein? Das wäre jetzt uns wirklich schlimmer, aber die Kamera. Ja, genau, greift Mary an, das ist richtig. Tatsache, lass mich. Okay, erster Panikmoment. Okay, es ist alles gut. Medikit und vielleicht ein Gesundheitsdrink. Oder zwei Gesundheitsdrinks, ist ja egal. Ah, die Musik, bist du weg. Und diese Tür ist zufällig offen. Hier stehen haufenweise Stühle. Patronen für die Pistole. Okay, nee, ich gehe noch nicht lang. Nee, nee. Ich glaube, es ist auch wirklich nur so panisch und gruselig wegen der Kamera. Weil du eben so gut wie nichts siehst. Wo bin ich denn hier? Der Schrank lässt sich nicht öffnen. Kamera. Hier ist ein Magazin, das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Warum nicht? Lies doch mal ein bisschen. Das ist entspannt. Ein blutiger Arztkittel. Der ist etwas in der Tasche des weißen Laborkittels. Ja, der ist mehr rot als weiß, aber okay. Ich habe den Schlüssel zum Untersuchungszimmer. Ach hey. Untersuchungszimmer war wieder im ersten Stock. Wunderbar noch irgendwo eine Krankenschwester. Würde mich wundern, wenn nicht. Aufzug ist defekt. Ah! Ich sehe nichts! Ah, Mannequin. Thank you.
Okay. Die Kamera, ich sag's euch, die macht mich fertig. Das ganze Spiel macht mich fertig. Okay, hier ist alles kaputt und defekt und nichts funktioniert. Aber ich habe den Schlüssel fürs Untersuchungszimmer. Das Untersuchungszimmer ist genau hier. Examination Room. Die Frage ist, soll ich da reingehen oder soll ich da nicht reingehen? Ich wette mit euch, dass es jetzt hier vor Krankenschwestern wimmelt. Oder? Nein. Das erste Stock bleibt sauber. Das wundert mich. Die Tür ist abgeschlossen. Moment, bin ich auf der falschen Seite. Ha, ich habe den Schlüssel zum Untersuchungsraum benutzt. Hallo? Ja, Maria ist natürlich wieder vor mir da. Auf dem Schreibtisch liegen medizinische Unterlagen. Nichts wirklich Interessantes. James, was ist denn für dich interessant? Halbnackte Frauen im Dunkeln? Ja? Ja, ja, so ist das. Gott, ist das ein gruseliges Krankenhaus. Schrumpfpatronen. Ja, heißer. Dritte Etage, Flur im Patientenflügel, 7335. Was immer das zu bedeuten hat. 7335. Da hängt eine Notiz am Kühlschrank. Nur für Lebensmittel, keine Medikamente lagern. Das Schloss des Schranks ist kaputt. Jetzt ist sie offen. 7335 in der dritten Etage. Was könnte das bedeuten? Ich bin so froh, dass hier keine Sau draußen ist. Ich kann es euch gar nicht sagen. Oh, mein Herz. Ja, Maria, komm, stöhn im Dunkeln. Ist okay. Oh, ich verlaufe mich schon wieder permanent. Wo ist denn der blöde Treppenhaus? Ja, ich bin kein Fan von Krankenhäusern. Nicht mal in echt. Aber, liebe Leute, wie es weitergeht bei Silent Hill 2 Director's Cut, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und ich sage wie immer, stay tuned and so long.